Hallo liebe Freunde, vielen herzlichen Dank fürs Einschalten und willkommen zu einem neuen kleinen Video. Im heutigen Video beschäftigen wir uns mit einem Videovorschlag von der Zuschauerin Mias Welt. Die hatte nämlich vor 2 Tagen Geburtstag und hat sich gewünscht, dass das heutige Video ein Alles über Nala Video wird. Und diesem Wunsch möchte ich natürlich gerne nachkommen. Also, alles Gute zum Geburtstag nachträglich nochmal und dann starten wir los mit dem Video. Wenn du dich für König der Löwen interessierst und dir meine Videos gefallen, kannst du meinen Kanal gerne abonnieren. Somit verpasst du keine neuen Videos. Nala kommt in allen 3 König der Löwen Filmen und in der Serie Die Garde der Löwen vor. Und somit ist sie neben Simba eine der wichtigsten Charaktere im König der Löwen Universum. Und im heutigen Video wollen wir uns ihren Charakter genauer anschauen. Wer ist Nala? Nala ist eine Löwin mit cremefarbenem Fell und blauen Augen. Ihre Mutter ist Sarafina. Über ihren Vater erfährt man in den Filmen tatsächlich nichts. Man sieht tatsächlich nur ein einziges Mal eine Zeichnung von ihm in Die Garde der Löwen. Zu Nalas Vater habe ich kürzlich schon ein Video gemacht. Das findet ihr in der Videobeschreibung und oben rechts, wenn ihr aufs i klickt. Nalas Partner ist Simba. Die beiden haben offiziell 2 Kinder, Kion und Kiara. Der Name Nala bedeutet Geschenk. Kommen wir zu Part 2. Wo kommt Nala vor? Wie schon am Anfang erwähnt, hat Nala ihre Auftritte in allen 3 König der Löwen Filmen, in der Serie Die Garde der Löwen und hin und wieder einen kleinen Gastauftritt in der Serie Mickey Mouse Clubhouse. Im ersten Teil sind sie und Simba als Kinder gut befreundet. Sasu hatte ihnen schon im Kindesalter prophezeit, dass die beiden eines Tages heiraten würden. Das hielten sie damals aber noch für ziemlich unrealistisch. Als Scar Mufasa tötete und Simba vertrieb und am Königsfelsen dann behauptete, dass beide durch ein Unglück umgekommen sind, war Nala ziemlich traurig. Immerhin hatte sie ihren besten Freund verloren. Im Zeichentrickfilm gibt es dann einen kleinen Zeitsprung und wir erfahren nicht wirklich viel über das, was während Scars Regentschaft passiert ist. Nala ist inzwischen erwachsen, als sie loszieht, um Hilfe zu suchen und zufälligerweise auf Simba trifft, der ja mittlerweile mit Timon und Pumba im Dschungel lebt. Die beiden verlieben sich, aber Simba hat dann doch irgendwie keinen Bock zurückzugehen zum Königsfelsen. Hier bricht dann ein kleiner Streit los zwischen Simba und Nala. Allerdings quatscht Simba am Abend dann noch mit seinem Vater und entscheidet sich dann doch, zum Königsfelsen zurückzukehren und Scar herauszufordern. Nala, Timon und Pumba begleiten ihn, Simba fordert Scar heraus, es entsteht ein kleiner Kampf und es gibt ein Happy End und Simba und Nala kommen zusammen. In der Fortsetzung König der Löwen 2 Simbas Königreich geht es dann um ihre Tochter Kiara. Während Simba eigentlich dauernd Panik schiebt und sich um Kiara Sorgen macht, sieht Nala das Ganze etwas gelassener und gechillter. Und im Gegensatz zu Simba vertraut Nala Kovu etwas mehr. Sie ist offensichtlich auch nicht wirklich begeistert, als Simba Kovu verbannen ließ. Welche Auftritte sie genau im dritten Teil hat, werde ich jetzt nicht nochmal erläutern, denn der dritte Teil ist im Prinzip eigentlich der erste Teil nur aus Timons Sicht. Und zusätzlich kommt sie auch noch in einigen Folgen von Die Garde der Löwen vor. Hier möchte ich allerdings anmerken, dass Nala als auch Simba und Kiara in der Serie etwas arroganter wirken. Das Aussehen von Nala hat sich in Die Garde der Löwen jetzt nicht wirklich viel verändert im Vergleich zu Simba. Das ist tatsächlich auch ein positiver Punkt an der Serie. Im Remake gibt es tatsächlich auch eine neue Szene von Nala. Dort sieht man, wie sie versucht, unentdeckt vom Königsfelsen zu fliehen, um Hilfe zu suchen. Sie wird da tatsächlich auch fast von Scar erwischt, aber dank der Hilfe von Sasu ging das Ganze nochmal glimpflich aus. Aber auch im König der Löwen Musical gibt es eine Szene, die nicht im Film enthalten ist. Beziehungsweise eine Szene, die es nicht in den Film geschafft hat. Und zwar versucht sich Scar in dem Lied Madness of King Scar an Nala ranzumachen. So, bevor wir jetzt zum letzten Part und zu Nala in der Fanszene kommen, gibt's hier noch ein paar kleine Fun Facts. Wusstet ihr zum Beispiel, dass die Synchronsprecherin von Nala, Alexandra Wilke, in allen 3 König der Löwen Filmen und in der Serie Die Garde der Löwen Nala spricht? Während sich Simbas Synchronsprecher geändert hat, ist ihre Synchronsprecherin immer gleich geblieben. Und möglicherweise habt ihr die Stimme von Nala auch in anderen Disney-Filmen erkannt. So spricht Alexandra Wilke beispielsweise auch Schneewittchen und Pocahontas. Sie hat aber auch beispielsweise in Herr der Ringe mitgesprochen, als Eowyn. Und auch im Remake von König der Löwen hatte sie eine Sprechrolle. Allerdings nicht Nala, sondern sie sprach im Remake Sarabi. Nala wird im Remake von Magdalena Turba gesprochen. Aber auch diese Stimme könnte einem, wenn man ganz, ganz genau hinhört, bekannt vorkommen. Denn Magdalena Turba hat im ersten Teil von König der Löwen von 1994 die junge Nala gesprochen. Und was man hier bei beiden Synchronschauspielerinnen anmerken muss, ist, dass sie auch die Songs selbst gesungen haben. Denn andere König der Löwen Charaktere wie beispielsweise Simba, Kion, Kiara und auch Kovu haben beispielsweise einen separaten Sprecher und eine separate Singstimme. Bei Simba, Kovu und Kiara merkt man den Unterschied nicht wirklich, allerdings wurde das Ganze bei Kion ziemlich versemmelt. Seine Gesangsstimme passt nicht wirklich zu seiner Sprechstimme. So, ich hoffe, ich konnte hier ein paar Fakten liefern, die ihr vielleicht noch nicht kanntet. Und jetzt gehen wir gleich weiter zum letzten Punkt und zwar, was denken die Fans über Nala?
Da Nala ein ziemlich wichtiger und bekannter Charakter ist, gibt es natürlich umso mehr Fantheorien über sie. Beispielsweise gibt es viele Fans, die glauben, dass Vitani die Tochter von Nala ist. Das wird eigentlich hauptsächlich damit begründet, dass Nala und Vitani die gleiche Augenfarbe haben. Ich persönlich halte diese Theorie tatsächlich ziemlich absurd und glaube nicht wirklich daran. In Fangeschichten wie beispielsweise König der Löwen verborgene Geschichten hat Nala auch einen jüngeren Bruder namens Metu. Und diese Theorie ist tatsächlich nicht mal weit hergeholt. Denn ursprünglich war geplant, im ersten Teil mehr von Scars Regentschaft zu zeigen. Und um die Umstände etwas dramatischer zu gestalten, wollte man einen neuen Charakter einführen. Das wäre Metu gewesen. Dieser hätte sich immer wieder in kleine Schwierigkeiten verstrickt und Nala hätte ihn immer wieder beschützt. Aber wenn ihr mehr über Metu erfahren wollt, könnt ihr jetzt auch in die Videobeschreibung schauen. Dort findet ihr nämlich einmal einen Link zum Comic König der Löwen verborgene Geschichten und zu einem Video, das ich vor langer Zeit schon mal hochgeladen habe, wo ich euch den Charakter Metu erkläre und seine Geschichte. Man findet im Internet tatsächlich auch immer wieder die Theorie und auch Zeichnungen zu dieser Theorie, dass Nala eine Beziehung mit Kovu begonnen hätte. Ich meine, why not? Ist etwas weird, aber okay. Außerdem, weil wir vorher über diese Szene Madness of King Scar im Musical geredet haben, ursprünglich wäre diese Szene auch für den Film vorgesehen gewesen. Und es gibt tatsächlich einen verrückten Typen hier auf YouTube, der hingegangen ist, sich das Storyboard von damals genommen hat und selber diese Szene animiert hat mit der Audiodatei vom Musical. Das sieht einfach nur mega krass aus. Ich würde euch definitiv empfehlen, das Video abzuchecken. Link ist wie immer in der Videobeschreibung. Aber wie immer, die wichtigste Frage am Ende des Videos ist, was denkt ihr dazu? Habt ihr eine eigene Theorie? Dann schreibt sie gerne in die Kommentare. Und ich bedanke mich an der Stelle recht herzlich fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann!